Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Karte von Thüringen. Wir machen jetzt weiter, wo wir gestern aufgehört haben. Wir werden jetzt die Kühe mit Futter versorgen und zur Not auch noch Wasserbehälter kaufen. Das sollte ein Problem sein. Wir werden auch separat sicherlich Probiererbaum. Aber wir haben eine Fräse da, die wir gleich wegfräsen hier. Die würden ein bisschen stören. Die Kühe werden mal unser Futter kriegen. Spezialfutter. Ja, die melden sich schon. Stroh geht später. Vielleicht gibt es hier irgendwo einen Trigger zum Füttern. Zum Füttern. Stall kenne ich so nicht. Hier gibt nichts. Na, was machst du denn hier? Das ist ein Nachbarstall. Hier ist dunkel drinne. Na, hier ist kein Feuer drauf, hier kann man nur durchfahren. Und hier können wir was lagern. Hier ist doch sicherlich für Wasser haben wir. Ne Kühe. Wasser haben wir. Das mit der Pumpe klappt. Gut. Nur schauen, wo wir unser. Ja, wir haben kein Gras da. Ist noch nicht gewachsen hier. Wo wir Futter abgeben können hier. Das ist die gute Frage jetzt. Verkehrten Fahrzeug? Ne, haben wir auch nicht. Da muss doch irgendwo ein Punkt sein und abkippen können. Fahren wir nochmal durch. Aber wir sehen nichts. Gut, aber mit der Arm fahren. Ist ja auch kein Problem, ne? Wir fahren mal in die Ehrenrunde, ne? Irgendwo gibt da was zum Abkippen. Im Wasserraum muss keinen Kopf machen, da haben wir schon mal eine Pumpe. Ja, verdichten ist nicht betrieben. Hier wäre dann Mist. Aber wir haben Gülle. Ups, Entschuldigung. Ja. Das ist jetzt eine gute Frage. Ab seit Kippe hinten. Links. Das muss ja hier bald sein. Die andere Weide hat ja im Prinzip mittendrin ein Trog, aber das ist ja für Wasser. Streng links hier abladen, das wird übertrieben. Ah, schauen wir noch irgendwie.
Dann muss er hier irgendwo. Abkippen sein. Aber hier ist nichts. Ja, wo ist das hier? Hier ist Wasser, da ist Stroh. Hier ist auch nichts. Hier wäre ein Gras. Hier haben sie einen Trock fürs Wasser. Nächstes Werkzeug. Wasser. Oder ist hier kein Futter vorgesehen? Denn hier kommt es ja nicht in guten rum. Lieber nicht mit zwei Hänge. Da, Bulle. Alles männliche Tiere. Mit Euter. So. Hier ist auch nichts. So, hinten abkippen. Wo denn? Sag mal einer was. Muss man schon immer einen Hänger abhängen. Wird nicht anders gehen. Dazu fahren wir am besten mal. Lassen wir hier stehen. Den zweiten. Das ist besser. Den können wir für Stroh nehmen, nachher später. Muss er hier irgendwo streng hier abladen. Ja, hier ist Druck. War mir klar, Wasser. Oder ob ich da reinfahren muss. Darf, kann. Da muss ich mal schauen. Dann brauchen wir hier kleinere Fahrzeuge. Denn das hier bitten zu kleine Fahrzeuge und kleinen Hänger. Irgendwo muss ja eh von der Punkt kommen, wo heißt, abladen. I. I drücken. I. Komm hier nie wieder raus. Na, move. Wird nichts hier. Hau ab hier.
aber nichts. Oh, Licht aus. Irgendwas passiert immer hier. Ja, flackert, aber nichts zu sagen. Aber ich komme hier nie rein. Zumindest nicht mit Hängern hinterher. Das war nie was. Müssen wir irgendwie wieder rausfahren. Kuh, hau ab da. Wenn wir mal später rein müssen, egal mit was, so kleine Fahrzeuge haben. Zumindest. Durchgefahren kommen wir. Aber dann kommen wir nicht hier raus. Dann ist das Problem. Das muss im Stahl irgendwo sein. Alles andere geht ja gar nicht. Gut, dass die Kühe keine Kollision haben. Das passiert. Wir können mal den Hänger ein bisschen rumschieben, ne? Gut, machen wir erstmal die Aussaat fertig. Wasser haben sie erstmal. Die werden wohl nicht gleich sterben. Einsteigen. So. Starten. Wir fahren ein bisschen nach vorne, dass er gleich loslegen kann. Beziehungsweise könnte. Noch ein Stückchen. Machen wir mal gleich, ja, der richtige Modus. Vier Fahrzeuge. Ja, nicht vier. Vier. Vorgewende 1. Weich ist okay. Machen wir einen halben Meter weniger. Ja, aktuell 38. Dann werden wir hier auf ganz links einstellen. Den nächsten werden wir auch ein bisschen ranfahren.
Da werden wir das gleich kopieren. Den Kurs. Na, na. Den stellen wir auf 1 links ein. Den nächsten werden wir auf 1 rechts einstellen. Nachdem wir den Kurs kopiert haben. Den Alu löschen, ne? 1 rechts, hat passt. Fahren ein bisschen nach vorne. Nur ein bisschen. Ich lasse jetzt mit Absicht die Gerätschaften zugeklappt, weil dann mit Kursplay mir mit mehr Zeit bleibt, zum nächsten Fahrzeug einzusprechen. So, das gleiche kopieren. Richtige Motorstelle natürlich. Zweiten rechts. Passt. Da war richtig Modus. Ups. Richtig Modus. Ups. Dann fangen wir hier an. Mais, ne? Hoffen wir mal. Hauptsache den richtigen Punkt, ne? Naja, scheint so. Ich muss mal sagen, wenn wir wachen gleich. Und wir müssen mal einstellen, aktiviert. Ups. P ist nicht mehr ab hier, gibt's doch gar nicht. Jetzt muss man ein bisschen so durchzwitschen. Weil nur mit aktivierten Modus warten die entsprechend. Also sonst würden die sich über den Haufen fahren irgendwann. Und einer mit den Wänden nicht klarkommt und schon die würden praktisch rechts überholen. Wäre gar nicht lustig. Weil später ist es nachher entscheidend, nachher, wenn sie einen entsprechenden Modus hoch und runter fahren, ist das schwierig. Bei der Ausfahrt ist noch nicht ganz so tragisch. Beim Vorgewende. Zeitberechnung ist ungefähr eine gute halbe Stunde. Schaut sich gut aus. Hoffe überall Mais drinne. Das kann man aber sehen, indem ich oben schaue. Dünger, Dünger, Dünger. Mais, 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 Mais. Das passt. Für den Inspektor-Mod. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Ich werde mal ein bisschen gucken bei den Kühen, ob das hinkriege irgendwie.
Und sobald ich die Position gefunden habe, beginne ich mit der Aufnahme. Dann sage ich mal Tschüss und Winke, ciao, ciao. Bis dann, ciao.